Steig zum Admonter Haus. Früh sieht man schon die Hütte. Besteigung der sogenannten Admonter Warte. Die Admonter Warte hat am Gipfel eine kleine Graskuppe.
Blick Richtung Mittagskugel. S-Kurve in Pfad. Abzweigung in alten Weg.
In einer Kurve Abzweigung in Wiesensingle zum Buchauer Sattel. Wo die Guiderails unterbrochen sind, zweigen wir in den Weg nach Weng ab. Fahrt Richtung Lauferbauerbrücke über die Enns. Die Lauferbauerbrücke über die Enns. Fahrt auf der Gesäusestraße nach Admont zurück.